So, wir befinden uns hier gerade in Montreux. Eingeladen wurde ich hier von Shure. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich darf mir hier ein Festival anschauen und Produkte von Shure testen. Ich habe hier so ein Goodie-Bag bekommen. Die Reise ist bezahlt, nicht meine Meinung. Nur an dieser Stelle nochmal zur Information. Schauen wir doch einfach mal gemeinsam rein, was sich hier in dem Goodie-Bag befindet. Der Beutel selbst, schon mal geil. Eine Trinkflasche, ein Shure-Kugelschreiber und ein Keychain. Ein Shure-Notizbuch. Einmal für iPod, iPhone und iPad. Das MV88. Einmal das MV88 Plus im Kit. Und da ist eine Handyhalterung dabei und ein Manfrotto Pixie-Stativ. Praktisch. Damn, Bro, wir sind sehr rich. Mit unserem Blattgold. Oh, special. Montreux Jazz Festival. Was machen wir hier? Wir gehen jetzt zu einem Konzert. Wir haben so Bändchen gekriegt. All Access Everything und dann gucken wir uns Chili Gonzales an. Zweiter Tag angebrochen in Montreux und heute wird es richtig spannend, denn heute wird ein Podcast aufgenommen, schauen uns Shure-Produkte an. Die Jungs, die Mucke machen, machen Mucke. Ich kann das ein bisschen filmen und fotografieren. Mega geil. Und heute Abend natürlich wieder Jazz-Festival, bisschen Mucke hören. Gestern haben wir auch schon ein paar Konzerte uns angeschaut. Slash habe ich gesehen, legendäre Band. Nicht so ganz meine Musik, aber legendäre Band konnte ich live sehen auf der Bühne, gerade mal ein paar Meter von weit entfernt. Und Chili Gonzales fand ich sehr, sehr schön, unglaublich schön Klavier gespielt. Auch nicht so die Musik, die ich privat höre, aber das ist ein Name, eine musikalische Legende, auch mal gesehen. Fand ich sehr spannend, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich bin gespannt, was ich noch so erlebe. Aber wir können Deutsch mit dir reden, oder? Ja, nein, kannst du Deutsch. Ist Deutsch, MV88 Plus. Ich benutze es immer am Handy, um quasi damit zu filmen, wenn ich mit dem iPhone was filme. Wenn ich rappe, mache ich immer alles auf 96 dB. Hey Montreux, habt ihr eure Handys am Start? Ihr seht richtig, ich bin's, der WM-Fotograf Paul Ripke, der Jazz-Festival-Zerstörer. Flink wie ein Wiesel, stahlharter Körper. Seismografen können mich nicht messen, meine Frau ist eine CD zweimal, inzwischen dreimal, aber egal, musste sie pressen. Goldenes Herz gesegnet vom Glück, ich schmeiß keinen Bumerang, nix, komm zurück, Paul Ripke. Klick, 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 du stehst im Blitzlicht, P steht für Power, R steht für richtig. Geh an die Bar, bestell Shots mexikanisch, 6,90 €, ich schuld dir gar nix. Nenn mich Jan Delay, denn ich bin large. Deutschraps Rettung ist ein Fotograf. Jetzt müssen so, can you do bomb sounds? Okay, wir waren gerade in der Quincy Jones Lounge und wir haben fett einen Podcast gerade gemacht. Und jetzt standen wir gerade hier. Der gute Mike hat coole Bilder gemacht. Wunderschönen Blick auf den See und wir tun so, als wären wir reich, als wären wir schön und als gehöre uns diese Lounge. Body is a wonderland. Your body is a wonder, I lose my head. Your body is a wonderland. Sweaty in here. Can I get sweaty in here?
erklärt, was eine Backline ist. Das, wo man hinten die Musik hatte, wie die spielen alle. Ich habe keine Ahnung, ich bin Hip-Hopper. Ich weiß nur, wie man so einen USB-Stick reinsteckt. Tag mache ich das. Also du kannst ja in meine, kannst ja hier mit drauf gucken. Und was auch immer da für Videos drin sind, sind genau das Zeug. Also das ist jetzt Toto Wolf, das ist der Team Principal von Formel 1. Also so arbeite ich inzwischen 80% aller Sachen und Filmen sozusagen so. Weil schneller, direkter und weil ich auch auf dem Handy dann schneide und dann das so rausschalle. Ehrlicherweise hauptsächlich das Hochkante, also 9:16. Horizontal filme ich auch manchmal noch auf anderen Kameras auf, da habe ich eine Leica SL mit einem 50er, weil ich das 50er nicht auf der M, das ist ein M-Objektiv, Leica M ist die Kamera, die ich hauptsächlich benutze, das ist das hier. Und das ist eine Messsucherkamera, da muss man hier scharf stellen und das so drumherum machen. Und mit der fotografiere ich so und mache dann irgendwie Bilder. Komm mal näher, viel näher, viel näher, viel näher. Ja, gut, okay, lach mal, nicht mehr lachen. Machen. Ja. Und damit fotografiere ich es dann. Und wenn ich näher ran muss, jetzt kannst du wieder weiter weg, wenn du willst, benutze ich einen 50er und das kriege ich auf der M nicht scharf. Komm auf die Zehenspitzen, siehst du, sehr gut. Und dann guck mal rüber raus, weg, weg, Arme hoch zum Bloggerbild. Hey, Peace-Zeichen noch, Peace-Zeichen in die andere Richtung. Ja. Jetzt haben wir das Boot hinten, genial, hallo. I can smell likes. Das war nicht ganz ernst gemeint. Yeah. So, direkt mal so eine Kamera geklaut. Leica. Und hier nochmal die andere Leica von Paul. Das sind jetzt meine. Mega geil, was hier gerade passiert. Die übelste Eigendynamik. Wir sind hier gerade in der Quincy Jones Suite. Und hier wird Musik produziert, hier wird geshootet, wir chillen. Ich mache Fotos, Videos. Hier Origami Beats mit der Henna zusammen. Haben gerade ein bisschen recorded. Draußen fotografiert der Paul Rübke mit dem Yannick zusammen. So muss das sein. Kreative Leute an einem Platz gebündelt, zusammen mit Schur. Kann nur geiler Stuff rauskommen. Letzter Tag ist angebrochen. 1,5 Tage bisher hier in Montreux gewesen, zusammen mit Schur. Großen Dank für die Einladung von Schur. Wie schon am Anfang gesagt, wir wurden hier eingeladen. Wir durften hier sehr viel erleben, sehr viel Spaß haben, aber wir wurden nicht dafür bezahlt und unsere Meinung ist komplett frei. Ich hatte eine sehr, sehr coole Zeit, habe sehr viele coole Leute kennengelernt. Auf dem Festival selbst konnte ich leider nicht so viel filmen, da es am ersten Tag habe ich gemerkt, so okay, ich komme nicht überall rein mit der Kamera. Ich muss die immer abgeben, deswegen habe ich das dann auch sein gelassen. Und heute geht es zurück, heute Abend schon wieder im nächsten Projekt in Berlin. Und zum Abschluss noch eine kleine Frage an euch. Wie hat es euch denn gefallen? Hat euch dieser kleine Einblick gefallen? Soll ich euch öfter mitnehmen auf solche Trips? Das war auch das erste Mal, dass ich so einen kompletten Vlog mit einer großen Spiegelreflex oder spiegellosen Kamera gemacht habe. Bisher immer so mit kleinen GoPros oder mit der Legre Mini in der Vergangenheit. Postet gerne eure Meinung unten in die Kommentare, lasst mich gerne daran teilhaben und wenn ihr noch Fragen habt, runter in die Kommentare damit und da können wir gerne uns weiter austauschen. Wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dann!